Recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Avorion. 18 ist es, glaube ich, und wir werden da schon angegriffen. Oh, das ist doch kein... Das ist doch keiner von denen... Die Piraten, das ist doch eine andere... Hallo, warum bin ich der Gesetzlose? Das verstehe ich jetzt nicht. Da sind doch die Bösen da drüben. Die müssen angreifen und nicht mich. Tja, das weiß ich jetzt auch nicht, warum das so ist. Dann will ich mal lieber vorsichtig sein, ne? Ich habe doch niemanden angegriffen, oder? Oder, nee, das war nur weiß, weil ausgewählt, ne? Ah, ich dachte, das wäre jetzt gerade hier so ein Dingens gewesen. Mittlere Maustaste und dann geht's los, ne? Kann ich den schon erreichen? Wie weit ist denn der? Der ist näher. Dann kriegt der erst einen auf die Mütze. Ich weiß aber nicht, wie weit die anderen da sind, ne? Sind die noch näher? Ah, da. So, da geht es schon was. Und dann müssen wir aber auch zurück. Fliegen wir schnell genug zurück, um mal auszuweichen? Nein. Jetzt müssen wir dann doch mal gucken, dass wir wieder immer ab und zu wegkommen. Ja, Treffen ist Pflicht, ne? Aber das wird sich schwierig gestalten, die jetzt, weil die doch sehr stark verbündet, also im Verbund fliegen. Okay. Ich glaube, der geht schon in den Hintergrund, kann er sein? Okay, greifen wieder an. Da treffen wir schon, das ist schon mal gut. Das ist auch eine relativ gute Waffe, die wir da gerade haben, ne? Ich glaube, der unten rechts, der ist näher, ne? Und jetzt können wir erstmal wieder ausweichen. Dann sind wir nämlich gleich dran. So, die können sich neu positionieren. Ah, der Nähe, da ist noch einer näher. Der da oben. Jetzt ist er da noch. Ja, jetzt müssen wir mal richtig da reinhalten. Das hat anders keinen Sinn. Aber da ist schon der nächste da auch noch unterwegs, der uns da begrüßt. Ja, wird ein bisschen schwieriger werden, ne? Aber es muss sein, dass wir da drauf gehen jetzt, ne? Jetzt kriegen wir zwar ein paar Treffer ab wahrscheinlich, aber dahinter, der ist auch schon wieder da. Aber diesen machen wir jetzt erst kaputt und dann flüchten wir wieder. Obwohl, flüchten brauchen wir nicht nur ausweichen. Also der ist ja auch kurz vor der Zerlegung. Treffen wäre schön, ne? Jetzt sind wir getroffen worden. So, jetzt müssen wir mal erstmal ein Stück wieder wegfliegen. Okay.
Einen haben wir von denen. Wo sind sie jetzt? Da. Welcher ist der nächste? Irgendwen hatte ich schon angeschossen. Der hält sich wahrscheinlich schon bedeckt. Genauso sieht's aus. Der 6, der 7, der 6 und der ist 6,5. Okay, dann nehmen wir den. Reichweite. Geht schon. Nee. Ja, ich glaube, die sind schon am Überlegen, ne? Ob sie mich noch weiter angreifen. So, den kriegen wir aber auch relativ zügig wahrscheinlich kaputt, wenn er so weitergeht. Das sieht gut aus. Ja, wenn man 5 gegen 1, dann meint man, das kann man gewinnen, ne? Aber wenn da eine gute Waffe vorhanden ist, so wie das aussieht, dann ist das etwas schwieriger mit dem Gewinnen. So, und jetzt hier immer mal rein. Ist gerade eine gute Position, weil die alle auf dem Haufen sind. Ja. Treffen wäre jetzt Pflicht, ne? So, jetzt kommt er näher, das ist gut. Jetzt kriegt er nämlich dann ordentliche Treffer. Jetzt muss er sich wahrscheinlich irgendwie drehen, dass er die einzigsten Waffen, die er auf der anderen Seite hat, mir noch entgegenstrecken kann. Aber ich glaube, er hat irgendwelche wichtigen Teile vielleicht schon kaputt, weil irgendwie greift er schlecht an, ne? Steuerdüsen hin oder sowas. Ah, jetzt komm schnell, werd kaputt, damit ich. So, den haben wir. Jetzt ist da oben nämlich noch einer, der ist gerade aber mich am Treffen. So, wieder Treffer. Das ist gut. Ja, unten ist der andere oben, der. Glaube, da unten, der fliegt jetzt nicht unbedingt auf meine Richtung. Der fliegt so parallel weg, ne? Ich glaube, der weiß schon, was ihm gleich blüht. War da ein ganzes Stück gerade abgeflogen von dem Schiff. Das wurde so viel schnell kleiner. Ich glaube, der schießt gar nicht, oder? Doch, der schießt noch. Dann müssen wir da nochmal drauf halten. Ja, sieht aber gut aus, ne? Wir können uns derer erwehren und das 5 waren's. So, das kann nicht lange dauern, dann ist er platt. Da ist er. So, und jetzt bist du dran. Ne? Und bei dir machen wir das mal ganz kurz im Angriff direkt. Wenn da nur noch einer ist, kann man auch mal ein bisschen näher fliegen. Dann trifft man doch einiges mehr, ne? Dann geht's auch viel, viel schneller. So, das haben wir geschafft. Paar Bauteile erstmal einsammeln hier. Was ist das Rote? Dark Arborion, das war das, was im Zentrum gibt, ne, oder? Das war ja cool, oder? So, nee, den brauchen wir jetzt nicht mehr schießen. Da oben fliegt noch ein Teil lang. Das nehmen wir auch noch gerade mit. Okay. Aber dem einen weiß man schon gar nicht mehr, wo der ist, ne? Weil einen hatten wir ja schon eine ganze Weile eher kaputt gemacht. So, dann würde das bedeuten, nee, 2 und 1 aus und dann mit 3 abbauen, ne? Lohnt das? Da ist nur Eisenwrack dran, das ist jetzt nicht so, wo ich sagen würde, brauche ich, ne? Wir wollen ja wenigstens Dingens Titan vielleicht schon haben, ne? Oh, jetzt sind wir auch noch gegen geflogen. Jetzt haben wir uns unser Schiff noch demoliert.
Naja, passiert schon mal. Ne? Wie sieht's mit dem aus? Da ist auch nur Eisen drinne. Wo ist dann bitte schön jetzt noch das? Warte mal, das war einer. Zwei. Da ist drei. Der hat auch nur Eisen drin. Da ist vier. War da hinten gerade fünf? Ja. Ja, okay, das sind dann nur Eisenwracks wohl. Obwohl hier hinten bei der Entfernung kann man das nicht sehen, ne, oder? Da müssen wir mal näher ran. Ach, das oder sind das nur kleine Wrackteile hier? Ne, ich glaube, das sind nur kleine Wrackteile. Das ist kein ganzes Schiff. Das war jetzt das ganze Schiff. Zwei. Drei. So, die anderen, wo sind die anderen dann? Schwer zu sehen wahrscheinlich, ne? Über mir. Ja, okay. Lassen wir das. Ich glaube, da brauchen wir jetzt auch nicht hinterher gucken. Wir müssen auf jeden Fall uns reparieren. Schiff reparieren. Da einmal links klicken und alles ist gut. So, dann können wir hier uns wieder unserer anderen Tätigkeit widmen, obwohl ist ja schon fast zu überlegen, warum soll man noch, da fliegt noch ein Teil rum oder was? Nee, das ist eine Werft, wo man das verkaufen kann, oder? Na komm, klick dich an. Mobile Equipment Merchant. Aber da fliegen wir mal hin. Vielleicht hat er ein paar schöne Bauteile für uns. Da gucken wir doch mal gerade rein. Ach so, können schneller fliegen, ne? So. Da müssen wir aufpassen, dass wir irgendwo gegenknallen, aber 18 ist noch ganz schön weit weg. Ach, guck mal, da rechts ist noch irgendwie was. Neuer Feind erschienen oder was? Oder gehörte der da noch zu und, ne? Schiff. Ein Kaufmann ist das, ein Drogenhändler oder sowas, ne? Der ist ja rot. So. Müssen wir mal gerade hier drunter hergehen. Und dann nehmen wir wieder den ins Visier. Na, fliege ich mal nicht so schnell weg. Ich wollte was kaufen. Bremsen, bremsen, bremsen. Upgrades kaufen. Ja, da gibt es einige schöne Sachen, ne? So, schön bunt. Geschützkontrollsystem. Geschwindigkeit, aber wir müssen ein bisschen andocken, glaube ich. Andocken. Nicht an. Nicht nur interagieren. Wenn wir an interagieren, dann ist er vielleicht gleich weg. Oder geht das nur so? Ach, das kann auch vielleicht nur so gehen. So, dann gucken wir nochmal rein. Generator-Upgrade. Energie geht da mehr. Energie nach Schildkonverter. Okay. Das ist ein besseres Generator-Upgrade. Wie viel haben wir denn? 40.000. Das obere können wir uns alles gar nicht leisten. Das ist schon mal schlecht, aber wir können auch was verkaufen wahrscheinlich. Ja, das sieht doch schon mal so aus, als ob wir ganz viel verkaufen können. Das bringt zwar nicht ganz viel. Ja, aber ich würde mal sagen, das gucken wir uns in der nächsten Folge an, was wir da verkaufen oder kaufen. Und ja, dann schauen wir weiter. Okay, dann bedanke ich mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.